Ah, da haben wir einen ersten Ausblick auf unseren nächsten Gegner. Keine Ahnung, wie er heißt. Es ist so ein Krakenmonster. Deswegen nenne ich ihn einfach mal Ultros. Bin ich hier in eine Art Nest geraten? Und wer die Anspielung versteht, der kriegt von mir einen Keks. Und sonst googelt einfach Ultros Krake. Ultros oder Ultron? Nee, Ultros. Ultros. Das Schöne ist, dass uns das eben keine Munition gekostet hat. Das ist sehr sozial vom Spiel. Da geht das wieder zu. Halt, hier liegt noch was. Und zwar jede Menge Munition. Kein gutes Zeichen. Wenn hier jetzt nichts zu lesen ist, ein Kartenfragment liegt hier. Aber da hier nichts zu lesen ist, werde ich es mir jetzt mal sparen, in den Speicherraum zurückzukehren. Heilung! Wir sind voll nah, das stimmt nicht. Die Shotgun, die können wir mal nachladen. Es ist jetzt nämlich nicht mehr lange, bis wir uns mit dem guten Ultros anlegen. Das Kapitel ist fast vorbei. Da läuft der Motor. Wir brauchen aber noch eine Sicherung. Ne? Hier, da müssen wir drei Sicherungen einsetzen. Die letzte ist aber, meine ich, hier hinten direkt, genau. So, die setzen Scheiße. Wir jetzt hier ein. Das ist im Arsch. Ach so, das war dieser Mist, wo ich jetzt erst überlegen musste, welche Sicherung wohin kommt. Damit letztendlich alle Dinger hier Saft haben. Das ist total herausfordernd. Verdammt, sehe ich aus wie ein Elektriker? Ich will jetzt einfach Fahrstuhl fahren. Aber das lässt er mich nicht. Das lässt er mich nicht. Zwei Schuss für die Magnum, das ist natürlich nicht so pralle. Und Überraschung! Der gute Bursche kann sich nämlich unsichtbar machen. Zeit, ihm zu zeigen, dass wir das gar nicht nett finden. Au. Bums und Trabums. Der rotzt auch so kleine Viecher aus. Ich glaube, jetzt kommt er hier hinten. Ne, kommt er nicht. Da ist er. Die uns dann angreifen. So, da tarnt er sich wieder. Das macht uns keinen Schaden, aber wir sehen ihn jetzt natürlich nicht. Müssen ihn erst finden. Da ist er. So, da liegt er. Ist eigentlich ein ganz cooler Kampf. Erinnert so ein bisschen an... wie heißt das Vieh? Aus Resident Evil. Aua. Aua. Aus Resident Evil 6. Die Schlange. Falls ihr das Spiel kennt. So, und da haben wir ihn schon.
und seine Essenz verflüchtigt sich wieder in den Äther, wo Ruvik sie wahrscheinlich schon in sich aufnimmt. Und wenn ich so auf meine Aufnahmezeit gucke, muss ich feststellen, dass ich wohl nicht schneller bin als das letzte Mal. Denn ich bin jetzt bei 1,20 mit der Aufnahmezeit. Also das wird auf die gleiche Zeit hinauslaufen. Was entweder bedeutet, dass ich diesmal sehr langsam war für jemanden, der weiß, was kommt. Oder wieso kriege ich eigentlich nur Pistolenmunition? Aber dafür jede Menge. Oder dass ich halt beim ersten Mal auch schon ganz gut durchgekommen bin. So, zack, jetzt können wir hier aber drehen. Und das gute Ding starten. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das Kapitel zu Ende ist. Ab dem nächsten Kapitel auf jeden Fall dann wieder original blinde Aufnahme und nicht mehr so ein ich weiß halt, was kommt. Ich meine, das ist dann, wenn wir bei der U-Bahn waren. Das könnte aber auch jetzt hier beim U-Bahn-Schacht schon sein. Ich meine, es ist, nachdem wir über diese U-Bahn rüber sind, die da quer über die Gebäude hängt. Ich würde ja sagen, ich weise euch nochmal drauf hin, aber das geht ja nicht, weil die andere Aufnahme, die ist ja schon fertig. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei der U-Bahn. Die müsste jetzt hier gleich kommen. Das ist jede Menge grünes Gel, was ich nicht benutze. So, hier sind wir schon. Nee, halt. Och, komm. So, ein Schlüssel, den ich auch nicht mehr benutzen werde. Da hängt sie. Aber natürlich ist die Überquerung nicht ganz so einfach, wie es jetzt zunächst den Anschein hat. Igitt. Na dann mal los. Uah. Stimmt, da war ja was. Muss ich jetzt da lang? Ich kann übrigens nicht laufen. Er geht automatisch. You will. Was wohl der letzte Teil der Botschaft sein wird. Suffer. Ruvik. Das empfiehlt sich, glaube ich, dann jetzt nochmal zu laufen. Und wir sind wieder hier, wo alles begann. Beacon Mental Hospital. Ach genau, wir müssen jetzt wieder so eine Maschine ausschalten und danach ist dann, glaube ich, Schluss. Ne, so wie beim ersten Mal auch, wo wir... Du hast meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich habe dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise. In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Gut erkannt. Ja, der gute Doktor hat Ruvik nämlich betrogen. Das ist auch der Grund. Willst du jetzt Mitleid von mir? Warum Ruvik die Maschine nicht einfach verlassen kann. Der hat nämlich gar keinen Körper mehr, zu dem er zurückkehren könnte.
Deswegen will er nämlich Leslie haben. Das sind alles Infos, die haben wir ja letztendlich schon gekriegt. So, und zack. Das war der zweite. Und Nummer 3. Was? Was? Wieso haben wir uns gerade selber erschossen? Wir sind wieder in unserem Spiegelkabinett. Doch sind wir diesmal alleine? Oder ist unser Zellennachbar wieder da? Die Tür ist zu. Ist Tatjana da? Tatjana? Tati? Bist du da? Ich bin's! Tati? Ist hier niemand mehr? Nicht mal eine neue Zeitung. Nee. Aha. Vermisstes Mädchen. Kurze braune Haare, braune Augen, hört auf den Spitznamen, Piep. Die sieht genauso aus wie Kidman, oder nicht? Kidman in klein. Oder bilde ich mir das nur ein? Oh, guck mal hier. Was zum Lesen. Internes Gesprächsprotokoll, 13. März 2013. Sie wissen, warum Sie hier sind? Weil Sie Ihren Job nicht machen. Sie haben eine unautorisierte Ermittlung unter Einsatz von Mitteln des KCPD durchgeführt. Außerdem gibt es Berichte von Drohungen, Einschüchterungen und physischer Gewalt. Wenn Sie irgendwelche Beweise für diese Anschuldigungen hätten, würden Sie jetzt meine Marke und meine Waffe kassieren. Sie waren offensichtlich vorsichtig, sonst hätten wir die schon längst. Aber wir behalten sie im Auge. Da sind Sie nicht die Einzigen. Was soll das heißen? Beschatten Sie mich weiter, dann finden Sie es bald genug raus. Wenn Sie so weiter trinken, müssen wir das gar nicht. Ich habe zu arbeiten. Sind wir hier fertig? Fürs erste Jahr. Aber Sie stehen auf dünnem Eis, Castellanos. Noch eine Sache und Sie sind dran. Ich bin dran, wenn es vorbei ist. Wumms. Weg? Was? Nein, es ist Leslie. Obwohl das zu diesem Zeitpunkt vielleicht schon gar keinen Unterschied mehr macht. Ist Leslie noch Leslie? Oder ist Leslie schon Ruvik? Oder ist Leslie wegen Ruvik in diesem Zustand? Schau mal hier den Schaden noch ein bisschen hoch. Und vielleicht... Zack, so. Ich gehe jetzt total auf Schaden für die Waffen, die wir wahrscheinlich benutzen werden noch. Denn sehr viel Spiel ist wirklich nicht mehr über. Verstand von Uhr.
Das weiß ich. Dass jetzt bald das Finale kommen wird. Weil ich nämlich weiß, wie viele Kapitel das Spiel hat. Verstand verloren. 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 So, ich komme. Verstand von Rubik. Hier lang. Was ist das eigentlich für ein schickes Jäckchen, was er da anhat? Warte auf mich, Rubik. Leslie. Gruben? Leswig? Hey, warte. Hier waren wir noch nicht. Das ist neu. Leswig. Ich denke mal, dass ich das richtig verstanden habe, was hier los ist. Die Hintergründe durchschaut. Und wenn nicht, rede ich halt Müll. Ist auch nichts Neues. You are now entering SH842. Jetzt dürfen wir gleich Treppen runterlaufen. Immer und immer und immer wieder, bis irgendwo dann ein Geist steht. SCP-087. Das war auch cool. Also gut, Kleiner, wo führst du mich hin? Dafür, dass das so ein simples Spiel war? Das erinnert mich so ein bisschen an Outlast hier. An das letzte Kapitel von Outlast. Wo wir dann da unten ins Labor gekommen sind. Ich renne jetzt einfach durch. Da hinten ist er wieder. Warte auf mich! Hier sind, lang. Sind wir jetzt eigentlich schon im Kapitel 15? Der Laden stürzt ein. Hier lang. Oder ist das noch 14 hier? Hier lang. Ich komme ja schon. Sebastian! Leslie! Wir sind wieder da. Beacon, genau wie Joseph gesagt hat. Wo alles begann. Im Angesicht des Bösen. Das Böse in uns selbst. Quasi The Evil Within, so heißt das Kapitel nämlich im Original. Ich kann ja an dieser Stelle schon mal sagen, weil ich finde es relativ offensichtlich, das ist das Finale. Wir sind jetzt im letzten Kapitel des Spiels. Es geht zu Ende. Er wartet auf uns. Ich hab's gewusst. Wieder hier. Nur diesmal steht hier Pampa rum. So. Die ich wahrscheinlich eh nicht mehr benutzen werde. So, hier hinten links hat Rubik uns damals angegriffen.
Hier könnten wir gar nicht rein.